Erschöpfung ist ja ein Symptom, ist ja eigentlich keine ursächliche Krankheit. Von daher, alles, was ich zu diesem Thema sage, steht dann unter dem Motto, zunächst muss man die Ursache für die Erschöpfung abklären, danach kann man eine Therapie folgen lassen. Aber so ganz spontan gesprochen wird naturheilkundlich, homöopathisch eigentlich immer wieder so eine gute Handvoll Tipps und Tricks sinnvoll sein, wenn Erschöpfung tatsächlich ein Leitsymptom darstellt. Hier denke ich zuerst an Wärmeanwendung, und zwar an das warme Fußbad, abends gerne genommen, um auch vom Tag herunterzukommen, weil meistens ja die körperliche Erschöpfung mit einer seelischen Aufregung gepaart ist oder auch vielleicht umgekehrt. Und da ist das warme Fußbad also einfach so 35 Grad warmes Wasser, eine gute Handvoll Salz hinein, 10 Minuten die Füße darin einfach baden. Eine wunderbare Maßnahme als Serie gemacht, also jeden Abend über eine Woche 14 Tage. Das ist sicherlich die Basismaßnahme, immer wenn Erschöpfung mit im Spiel ist. Naturheilkundlich ist Erschöpfung, Müdigkeit das Leitsymptom für eine Störung der Leberfunktion. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber, sagt die Naturheilkunde vereinfacht. Und insofern ist der berühmte feuchte Leberwickel eigentlich das Mittel der Wahl, um diesen Anteil an Müdigkeit zu beeinflussen. Wärmflasche, heißes Wasser rein, feuchtes Tuch drumherum, 10 Minuten auf den rechten Rippenbogen gelegt, ein Wolltuch drüber. Das bietet sich auch entweder abends an oder man macht es nach der Hauptmahlzeit, wenn es also darum geht, die Verdauungsfunktion der Leber zu verbessern über die Durchblutungsförderung, die mit diesem Leberwickel verbunden ist. Das dritte therapeutische Prinzip ist das gute alte Vitamin B12, was traditionell in der Naturheilkunde einen sehr guten Ruf genießt. Vitamin B12 spielt auch wiederum im Leberstoffwechsel, im Entgiftungsstoffwechsel eine große Rolle. Und da gibt es diverse Präparate, die man kurmäßig einnehmen kann, die auch gerade nach Infekten, wenn da Müdigkeit, Schlappheit besteht, sehr schnell wieder ein Gefühl bewirken, dass es wieder aufwärts geht, dass man sich wieder leistungsfähiger fühlt. Dann gibt es für bestimmte Bereiche, aus denen die Indikation, die übergeordnete Indikation für dieses Leitsymptom Müdigkeit, Erschöpfung sich speist, gibt. Da hätten wir einmal Müdigkeit, Erschöpfung als Folge von entzündlichen Erkrankungen. Hier würde ich immer wieder den Ginseng ins Spiel bringen, der eine blutzuckersenkende Wirkung hat, der die Blutgerinnung beeinflussen kann im Sinne einer besseren Fließfähigkeit des Blutes, der auch eine antientzündliche Wirkung hat und der auch den Kreislauf anregt. Insofern der Ginseng die Straffheit, die Elastizität der Blutgefäße wieder verbessert. Gegenanzeigen für Ginseng wären erhöhter Blutdruck und die Einnahme von Medikamenten, die auf die Blutgerinnung wirken. Da sollte man mit dem Arzt Rücksprache halten. Der andere Themenbereich, Erschöpfung als Folge von Infekten. Das erste Mittel, an das man auch hier wieder sehr breit denken kann, ist Carbo vegetabilis, Holzkohle, in der D6, dreimal täglich 5. Und da gibt es ein Leitsymptom und das heißt never well since. Also sich nicht von irgendeiner früheren Angelegenheit erholt haben. Und immer wenn das der Fall ist, das kann eine innere Krankheit gewesen sein, das kann ein Infekt gewesen sein, nutzen wir in der Naturheilkunde gerne Carbo vegetabilis, dreimal täglich, wie gesagt. Leitsymptome sind häufig Blähungen. Leitsymptome sind häufig so ein bisschen bläuliche Lippen, die uns zeigen, dass da die Gewebsversorgung mit Sauerstoff etwas eingeschränkt ist. Also auch ein sehr gutes Mittel für ältere Menschen, die sich zum Beispiel von irgendeiner, sei es auch Operationen oder ähnlichem oder eben einem Infekt nicht erholt haben. Dann, auf Infekte konkret bezogen, ist das Schüsslersalz Nr. 3, Ferrum phosphoricum, ebenfalls wieder in der D6, dreimal täglich.
nicht nur ein ganz hervorragendes Anfangsmittel, wenn also der Infekt gerade beginnt, nein, auch in der Rekonvaleszenz ist Ferrum Phosphoricum sehr bewährt, speziell wenn der Kreislauf immer wieder Probleme macht, also Kreislaufschwankungen bestehen und auch eben eine gewisse Müdigkeit gerade bei körperlicher Betätigung besteht. Spezialindikationen, das pfeifersche Drüsenfieber, gerade im Kindes- und Jugendalter ja häufig anzutreffen, reagiert in der Regel sehr gut auf Kaliumiodatum in der D12, zweimal täglich eine Tablette. Und immer wenn ich bei Jugendlichen, bei Schülern höre, bei jungen Erwachsenen, ein Leistungsknick nach einem banalen Infekt, denke ich an das pfeifersche Drüsenfieber. Und da kann man eigentlich tatsächlich Kaliumiodatum D12 im Sinne einer bewährten Indikation sehr gut anwenden. Und die Krankheit, die uns alle ja immer noch beschäftigt, Covid, da gibt es mit dem Schüssler Salz Nr. 11, Silicea, ein gutes Arzneimittel, was in der Rehabilitation mittlerweile sehr gut etabliert ist und was sich da auch bewährt. Silicea D12, zweimal täglich ein Tablettchen. Hier wird man allerdings von der Anwendungszeit sicherlich eher 6-8 Wochen kalkulieren müssen, weil ja die Störungen von Covid auch relativ tiefgreifend sein können. Gut, Erschöpfung dann mehr auf der geistig-seelischen Ebene, Stichwort Burnout. Hier ist zuallererst Sepia, der getrocknete Beutel des Tintenfisches, zu nennen, Sepia D12. Zweimal täglich 3 Globuli, wenn die geistige Erschöpfung eigentlich Ausdruck einer ständigen Überforderung ist und dann als Leitsymptom auch eine gewisse Entfremdung auftritt, ein Gefühl, nirgendwo eigentlich mehr sich so richtig dazugehörig zu fühlen, dass dann natürlich Sepia nur Teil einer multimodalen Therapie sein kann, dass also dann auch andere Maßnahmen zu treffen sind, ergibt sich eigentlich von selbst. Die Schüsslersche Biochemie hat für diesen Bereich auch das Schüssler Salz Nr. 5 im Angebot. Das wäre Kalium Phosphoricum, es wird auch als Salz der Nerven bezeichnet. Hier ist die D6, die bewährte Potenzstufe, Kalium Phosphoricum D6. Dreimal täglich eine Tablette über 3 bis 4 Wochen wäre an der Stelle durchaus passend.